Leute, was geht ab? Heute werden wir eine Runde Bobby Playtime spielen und ich glaube, es geht um Daisy. Wenn ihr Bock auf dieses Format habt und sehen wollt, was Daisy alles kann, dann würde ich sagen, abonniert Dennos Kanal! Wow! Oh, das tat so weh. Mein Ohr ist hinten reingeklappt. Oh, Leute. Lass einfach ein Abo da. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Poppy Playtime. Wir werden heute Daisy freischalten und gucken, was sie alles kann. Beziehungsweise werden wir das jetzt in den nächsten Videos auf jeden Fall auch mal testen. Und Leute, wir müssen dafür heute in Bonzos Room rein und einen speziellen Code eingeben in der letzten Runde. Ihr wisst ja, da wo diese ganzen Sachen kommen und Zahlen und sowas und alles Mögliche. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wenn wir den Code eingegeben haben, soll Daisy irgendwo auftauchen, sodass wir sie demnächst als Freund haben. Und es soll sogar noch möglich sein, wenn wir dann mit Daisy spielen, irgendwann Daisy selber zu spielen. Mit speziellen Kräften. Das ist übelst krass, Leute. Ich weiß. Und es wird sehr, sehr wild. Falls ihr Bock drauf habt, ne? Einfach dranbleiben bis zum Ende. Und jetzt müssen wir erstmal dieses blöde Memory-Spiel spielen. Bonzo, bist du da oben? Was ist das denn? Digga, ist das Talking Ben? Was? Leute, also, was? Ja, gut, also ich mach... Oh, er ist weg, Leute, er ist weg. Okay. Warum ist jetzt auf einmal, war da gerade Talking Ben? Freunde, ich würde sagen, Hashtag Ben in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, dass wir Talking Ben hier nochmal testen sollten. Ich will jetzt auf jeden Fall gerne wissen, Mama, können wir uns beeilen? Ich würde gerne wissen, wann es hier losgeht. Sieh zu. Alles klar, Mann. Gib mir die erste Runde. Und ich bin bereit für den verdammten Geheimcode. Grün. Grün, rot. Okay, ja. Also wir gehen jetzt erstmal auf ganz entspannt den Code durch. Guck mal, wie schnell, ne? Ich sag so. Ich guck nur in die Kamera. Und kann das auf ganz entspannt durchmachen. Grün, rot, blau, grün. Ich muss da nicht mehr hingucken. Weißt du, ich meine? Gar nicht. Grün, rot, blau, doppelgrün. Erste Runde erledigt. Kommt da oben jemand? Nein. Da oben ist keiner. Runde Nummer 2. Kann ich's? Mit Augen zu. Oh Gott. Nochmal, Augen zu. Das war easy. Hey! Grün, grün. Rot, gelb. Nein, verdammt nochmal, Leute. Ich habe alles probiert, aber wir wollen jetzt natürlich auch durchkommen. Stell dir einfach vor, ich hätte das Augen zugemacht. Also auf ganz entspannt. Grün, grün, rot, gelb, gelb. War so eine Phase, ne? Grün, rot. Oh, scheiße, nochmal grün. Grün, ah, grün, grün, rot. So. Nächste Runde kann beginnen. Ich bin bereit für den Geheimcode, Leute. Der Daisy-Geheimcode. Ich zeige ihn euch gleich. Ganz, ganz wildes Ding. Gelb. Gelb, orange. Ah, mach weiter, komm. Easy. Was noch? Easy. Yellow, orange, white, violet, green. Chillig. Yellow, orange, white, violet, green, red? Jawohl. Und jetzt der Geheimcode. Seid ihr bereit für Daisy? Oh, doch nicht. War ein Witz. Blau, J. Blau, J, Herz. Verdammt. Blue Jay Hot Violet. Habe ich soweit verstanden? Blue Jay Hot Violet. Mach weiter. Blue Jay Hot Violet P. Und eine noch. Blue Jay Hot Violet Pi Blue. Okay. Jetzt der Geheimcode, Leute, für Daisy. Seid ihr bereit? Es geht los. Um Daisy freizuschalten, müssen wir diesen roten Knopf hier drücken.
Und im Anschluss... Wo ist der Buchstabe? Da? Omega? Das ist nämlich das Tor. Und dann... geht's los. Wir müssen erst grün, gelb, grün, gelb, grün, grün, gelb, gelb, Tor und roter Knopf. Habt ihr's gehört? Habt ihr's gehört? Da war gerade ein Geräusch. Und jetzt geht's los. Wo ist Daisy? Okay, Leute, diesen Secret Sound haben wir gehört. Das heißt, es ist alles cool. Leider sind meine Grabhack-Hände jetzt verschwunden. Ich kann nicht sagen, warum. Aber, oh, wir können sie tatsächlich noch benutzen. Okay, ich würde jetzt einfach mal dem Spielverlauf folgen. Wir gucken mal, was so Phase ist. Und vielleicht finden wir gleich einen Hinweis darauf, wo Daisy sein könnte. Viele von euch haben ja halt auch gesagt, dass sie in der Playcare ist. Im vermeintlichen Kapitel 3, aber... ich glaube nicht. Hier wird jetzt wieder Bonzo getötet, Leute, obwohl Bonzo ja nicht da war. Ich fand's komisch, dass das Talking Ben war, ne? Das war sehr, sehr merkwürdig. Aber okay, was ist das hier? Ah, okay. Wir müssen jetzt irgendwie mit diesem Dino-Typen noch schnell durchziehen. Wir werden dann... Folgendes tun. Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, hier rüber dann hoch und aktiviere mal soweit alles. Genau. Da, das kann man halt auch entspannt machen. Das Ding ist definitiv schon mal activated. Und wir ziehen das Teil jetzt einmal komplett hier rüber. Also mal ein bisschen blöd hier mit dem Dino und so, ne? Wobei ich auch gehört habe, dass es tatsächlich auch möglich ist, den Dino zu spawnen. Dass der Dino freundlich ist und... ja, dass man sogar den Dino selber spielen kann, auch mit so gewissen Superkräften. Aber ich kann euch versprechen, Leute, und falls ihr da auch Bock drauf habt, BoogieBot ist der nächste. Hashtag Bot in die Kommentare, wenn ihr da sehr, sehr Bock drauf habt. Ich auf jeden Fall. BoogieBot wird ein sehr, sehr stabiles Experiment im Mod-Bereich. Aber zunächst einmal müssen wir jetzt gucken, dass wir den Dino hier rauskriegen. Guck dir mal diesen Strom da in meiner Hand an. Total dumm. So, mach ihn jetzt. Sehr gut. Ich komme jetzt auf jeden Fall hoch. Der Dino macht jetzt erstmal sein Ding. Trotzdem immer noch kein Hinweis von Daisy. Ja, Leute. Also Daisy war bis jetzt... Habt ihr das Lachen gehört? Okay. Komischer Lachs. Ich sag, wie es ist. Aber ja. Okay, also... es sieht aktuell sehr schlecht aus. Ich muss jetzt hier erstmal hoch. Lass dich mal jetzt zu Daisy. Ich bin da, glaube ich, einen Ticken zu niedrig gegangen. Ich muss jetzt einmal die Hand da hinten nehmen, genau. Und... jala. Rein! Ich weiß nicht, also meine Grabhack-Hände sind verschwunden, so als würde es irgendwas bedeuten. Aber so an sich müsste das jetzt hier eigentlich alles passen. Hallo? Wow. Daisy? Da war das Lachen schon wieder. Hallo? Daisy? Wo bist denn du? Wow! Oh Gott, was war denn das gerade? Ich bin irgendwie nach oben geschleudert worden, so auf ganz komisch. Also langsam ist das nicht mehr witzig. Ich meine, was soll denn das jetzt hier auch, ne? Leute! Ist das... ist das Daisy? Alter Schwede, was guckst du so gruselig? Bist du freundlich? Ich soll den Schalter aktivieren. Was passiert dann? Okay, ich mach das einfach mal. Wow, meine Hände sind wieder da, Leute. Den Schalter gerade runtergelegt, okay. Daisy ist nicht mehr da. Daisy ist nicht mehr da. Hallo? Daisy? Daisy! Wo bist du? Ja, Leute, das war doch brutaler Scam, oder was? Ja, da hinten ist sie wieder. Daisy? Wow! Was? Tatsächlich, Leute. Oh, Hauer! Wir haben Daisy Friendly freigeschaltet. Daisy als Freund. Junge, wie krass ist das denn? Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einer Poppy Playtime-Folge. Falls ihr sie gefeiert habt und mehr wollt, lasst ein Like da und schallert ein Abo raus. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen geht raus. Deno, out.